So, Kim, Ja. erzähl mir mal ein bisschen von deinen letzten Projekten, die du so gemacht hast. Ja, ich war letztes Jahr ziemlich viel unterwegs. Ich war in Südafrika und ja, da war mein großes Projekt Spray of Light, 8C-Boulder. Und ja, habe ich viel Zeit investiert und konnte es letztendlich dann auch klettern. Nach Südafrika ging es dann nach Australien und auch da waren einige Projekte angesagt. Und jetzt geht's wieder ans Wettkampfklettern, genau. Bist du davor schon mal eine 80 geklettert? Nee, das war meine erste 8C. Ja, das war ein Riesenerfolg für mich. Seither mein größter Erfolg in meiner Kletterkarriere und ich war mega glücklich. Cool. Was hast du denn 2019 so vor? Ja, ein großer Plan von mir ist meine eigene Boulderhalle, die 2019 im Herbst eröffnen soll bei Stuttgart. Und ja, da muss ich jetzt viel Zeit investieren. Dann kommt es auch noch dazu, dass ich jetzt anfange zu studieren und natürlich auch bei den Wettkämpfen wieder voll durchstarten. Der Fels muss dieses Jahr vielleicht so ein bisschen hinten anstehen, aber ja, bei den Wettkämpfen starte ich nochmal voll durch und gebe mein Bestes. Okay, also Fokus ist schon auch das Klettern, Ja, auf jeden dieses Fall. Also Wettkampf. das Klettern darf nicht zu kurz kommen. Da, ja, auch wenn ich anfange zu studieren und vielleicht dann weniger Zeit habe. Die Zeit fürs Klettern muss trotzdem noch da sein. Seit wann bist du denn bei Red Chili? Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Red Chili. Ungefähr, ist schon eine Weile her, kann ich mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ja, mega cooles Team bei Red Chili und ich bin froh, ein Red Chili-Athlet zu sein. Was kletterst du so? Welchen Schuh? Was ist dein Lieblingsschuh? Ich kletter mit dem Atomic und bin mega zufrieden mit dem Atomic. Ist ein Allrounder, damit kann ich alles machen. Und ja. Mein Lieblingsschuh zurzeit. Cool, hast du die neuen Modelle schon getestet? Ja, ich habe jetzt hier den Voltage 2 gerade an und der sitzt auch mega gut. Ich finde es auch ein Hammer Schuh, werde ich mir auf jeden Fall auch neben dem Atomic anlegen und ja, kann ich nur weiterempfehlen.